Stell dir vor, du bist daran beteiligt, die Gesundheit von Menschen auf der gesamten Welt zu verbessern, weil du für die richtige Herstellung von verschiedenen Arzneimitteln verantwortlich bist. Und genau das hat mich gecatcht, heute einen Tag mit Lara als Pharmakant zu arbeiten. Jetzt gibt's allerdings nur noch ein Problem. Ich habe gar keine Ahnung, was mich heute alles erwarten wird, aber ich hoffe, Lara, das finden wir gemeinsam raus. Auf jeden Fall. Und am Ende des Videos werde ich herausfinden, wie viel man hier als Pharmakant verdienen kann. Und genau deswegen musst du bis zum Ende des Videos schauen, um genau das nicht zu verpassen. Unsere erste gemeinsame Station war dann die Einwaage. Hier werden alle Wirk- und Inhaltsstoffe eingewogen, welche später dann zu den Medikamenten weiterverarbeitet werden. Naja, und wie in jedem Arbeitsraum mussten wir immer Masken und Handschuhe tragen, auch wenn man schon einen Bartschutz dran hat. Ist halt so, wenn man krassen Bart hat. Unser Arbeitsschritt hier war dann relativ überschaubar. Zuerst das Eisen kleinklopfen, genauestens abfüllen, die Fässer verschließen und im Anschluss dann im System fahren. Und damit haben wir dann schon unsere erste Station abgehakt. Und genau deswegen ging es für uns dann direkt weiter, und zwar zur nächsten Station, zur Granulierung. Hier werden die eingewobenen Inhaltsstoffe zuerst ordentlich gesiebt und anschließend mit anderen Inhaltsstoffen in einem Riesenbehältnis in der gewünschten Menge zusammengemischt, sodass dann die richtigen Inhaltsstoffe im richtigen Verhältnis das entsprechende Medikament ergeben. Und in der Granulierung war nicht nur die Schutzausrüstung eine noch extremere, sondern auch die körperliche Belastung eine deutlich größere, wodurch auch hier in der Granulierung meist nur Männer arbeiten. Doch natürlich wollte Lara dann auch mal mit mir zusammenarbeiten, weil sie meine Fähigkeiten als Pharmakant in der Einwaage und in der Granulierung erkannt hat. Wir gehen jetzt hier rein an Maschine 3. Dort wird das Produkt Peten hergestellt. Okay. Das ist gegen Bluthochdruck. Jetzt werden wir die Tablettenpresse einrichten und schauen, ob alle Werte stimmen, und dann können wir Tabletten produzieren. Wunderbar. Also hier oben in dem Container ist quasi das Granulat drin. Das, was wir fertig gemischt haben vorher. Ja, genau. Okay. Kannst du jetzt einfach mal anmachen. Ich nehme dann ein paar Tabletten und dann wiegen wir den mal. Und wenn die Masse so passt, wie es sein muss, bringen wir die ins Labor und gucken dann mal, ob Härte, Höhe, Breite, alles stimmt. 5, 4, 3, 2, 1. Mal, das sind die Tabletten. Darf ich mal? Ja. Danke, ciao. Kannst jetzt mal hier oben reinmachen in die Waage. Und dann wiegt das jetzt die Tabletten automatisch. Was gefällt dir jetzt an deinem Beruf am besten? Also ich mag die Verantwortung dabei, auch für Leute quasi Arzneimittel herzustellen und denen zu helfen mit ihrer Gesundheit. Ja. Und auch die Abwechslung gerade von Tablettenpresse und Labor, wo ich auch noch bin. Okay, gibt es Sachen, wo du sagst, okay, die gefallen dir nicht so? Ist halt manchmal ein bisschen eintönig, wenn man gerade nur hier an der Tablettenpresse ist. Aber man kann ja in den Abteilungen hin und her springen. Also so wie wir das heute gemacht haben? Ja. Hin, her, hin, her. Hoch, runter, rüber, rüber, rüber. Als Pharmakant kann man dann alles machen. Okay, nice. Und warum? Weil wir Macher sind. Weil wir Macher sind. Da muss das jetzt natürlich auch im Labor geprüft werden, ob auch Masse, Härte, Höhe stimmt, bevor wir anfangen. Da lassen wir jetzt ein paar Tabletten raus und bringen die direkt ins Labor. Und dann, wenn wir die geprüft haben und alles in Ordnung ist, können wir hier anfangen. Ab ins Labor. Ab ins Labor. Habt ihr mittlerweile schon Heilmittel für Krebs? Also wir in unserer Firma haben kein Heilmittel für Krebs. Aber da gibt es ja schon viele Therapien dagegen. Ja. Aber wir stellen sowas in unserer Firma nicht her. Okay. Das ist jetzt die Einrichtprobe. Die müssen wir erst durchführen, um dann zu schauen, ob wir mit der Maschine starten können. Also die misst dann Masse, Breite, Härte, Höhe, Zerfall. Und wenn das richtig getestet ist, dann kann die Maschine, wo wir gerade waren, in die volle Produktion gehen. Dann geht's los. Und dann nimmst du die Tabletten und tust die hier rein. Und jetzt macht das Gerät automatisch. Es misst jetzt Durchmesser, Bruchfestigkeit, Masse und Dicke. Wir warten jetzt praktisch? Nee, wir müssen jetzt noch zwei weitere Prüfungen machen. Und hast auch du Bock, als Pharmakant zu arbeiten, dann kann ich dir wärmsten empfehlen, hier bei Rezipharm anzufangen. So, wir haben jetzt hier noch ein Protokoll, da steht drin, welche Prüfungen wir machen müssen. So, den Zerfall kannst du jetzt gleich mal machen. Denn egal ob Ausbildungsberuf oder direkt im Beruf starten, hier ist immer das Richtige für dich. Denn wenn du naturwissenschaftliches Interesse dran hast und Bock drauf hast, im Job Verantwortung zu übernehmen, so wie wir jetzt gerade mit den Tabletten, dann ist Rezipharm als weltweit agierendes Unternehmen der richtige Ansprechpartner für dich. Jetzt tust du überall in einen Röhrchen eine Tablette rein. Okay. Dann machst du die Disc drauf. In welche Richtung? Das rote nach unten. Jedes Röhrchen eine. Die sollten hier in 10 Minuten zerfallen, ansonsten haben wir ein Problem. Also nicht lange überlegen, sondern deine berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen. Und wenn du Bock drauf hast, hier so eine Verantwortung zu übernehmen, dann melde dich jetzt bei Rezipharm. Alle Links in der Videobeschreibung. Und jetzt können wir zur nächsten Prüfung gehen. Okay. Das ist die Fiabilitätsprüfung. Damit schaut man, wie
fest, also ob die Tabletten nicht gleich kaputt gehen ja. oder was die für einen großen Abrieb haben. Und falls du das hier schon interessant findest, dann hast du noch nicht gehört, dass es bei Rezifarm jeden Dienstag kostenloses Obst und jeden Mittwoch Massagen gibt. Genau, dann nimmst du dir mal den Pinsel und pinselst sie so ein bisschen ab, falls Produktteile abgesplittert sind, dass die durchs Sieb gehen. Jetzt werden die quasi nach der Prüfung verwogen und dann wird die Differenz berechnet und in Prozent angegeben. Das sind jetzt 0,6%, also ist fein. Ja, alles fein. Dann schauen wir uns jetzt noch die anderen Werte an, also Masse, Härte, Breite, Zerfall. Ja. Ob die hinhauen. Das sind einmal hier die Ausdrucke. Okay. Dann können wir das mit dem Protokoll vergleichen, ob das hinhaut. Zerfallen sein muss es in unter 10 Minuten. In einem würde 14 zerfallen. Also okay. Alles schön. Wunderbar. Wir können also starten. Ja, okay. Ab geht's in die Massenproduktion. Wie stehst du dazu? Am Ende des Tages verdient ihr auch Geld, wenn andere Leute krank sind. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich tue den Leuten ja was Gutes damit und helfe ihnen. Ich meine, ohne manche Medikamente könnten die gar nicht leben. Ja. Und gerade auch Herzmedikamente oder sowas, das ist schon sehr wichtig. Und du hast ja gerade eben auch gesagt, ihr produziert ja auch ganz viel so in die Vitamine, also in so. Ja, die Vitamin B12, Folsäure. Okay, nice. Da können wir uns ja dann mal welche mitnehmen. Also alles gut für die Gesundheit. Jawohl. Und das dürft ihr nicht einfach mitnehmen. Warum? Also das ist wirklich Massenproduktion hier. Jetzt nimmst du die Schaufel und liest genau auf 10,74 Kilo aus. Exakt. Exakt 10,74. Dann machst du den schwarzen Beutel mit der Plombe zu und dann stellst du es auf die Palette. Und dann geht's den weiten Weg. Dann geht's weiter. Was haben wir jetzt hier drin noch? Hier werden die Tabletten, die wir verpresst haben, befüllt. Die kriegen dann zum Beispiel einen bunten Überzug, dass sie einfach besser zu identifizieren sind, zum Beispiel für alte Leute. Oder die kriegen zum Beispiel einen durchsichtigen Überzug, dass sie sich erst später auflösen, dass sie magensaftresistent sind oder dass sie einen besseren Geruch oder Geschmack haben, dass sie einfach besser runtergehen. Okay, ja, die werden jetzt also zum Beispiel blau hier drin? Ja. Ja, okay, habt ihr blaue Pillen? Haben wir. Kann ich welche mitnehmen? Nein. Aber das sind jetzt nicht die Tabletten, an die ich denke? Das sind nicht die Tabletten, an die du denkst. Okay, jetzt haben wir ja schon unheimlich viele Stationen heute gesehen. Ja. Was hast du auch für Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn man einmal Pharmakant ist? Also man kann zum Beispiel seinen Meister machen. Dann könnte man höher aufsteigen, quasi eine Abteilung leiten. Man kann aber auch immer wieder Weiterbildungen machen. Hat man eine Möglichkeit, irgendwie, keine Ahnung, ein Studium dran zu hängen oder sowas? Das kann man natürlich Richtung? Auch. Man kann immer studieren. Zum Beispiel Pharmazie kann man okay. dann studieren. Ja. Und da kann man dann hier natürlich auch einen viel höheren Posten machen. Okay, dann kann man viel mehr Cash machen. Auf jeden Fall. Und bevor ich Lara dann endlich fragen konnte, wie viel Geld sie verdient, sind wir dann für den heutigen Tag an unsere letzte Arbeitsstation. So, jetzt sind wir bei den Kapseln. Hier sind die leeren Kapseln drin. Die werden dann mit Pellets gefüllt, mit Eisenpellets. Ja. Die sind hier drüben. Ah, sieht schon geil aus hier irgendwie. Und dann müssen wir jetzt mal ein paar Prüfungen mit der Kapsel machen, ob die dicht verschlossen ist oder irgendwelche Dellen oder Einschränkungen hat. Okay. Und das ist im Grunde genommen auch einfach so aufpassen, dass ganz einfach alles richtig produziert wird ja. und zur Not Änderungen vornehmen. Genau, zur Not Änderungen vornehmen. Dann kannst du dir die Kapseln angucken, ob die keine Delle oder sonst was haben. Ja. Die müssen in diese Kapselgröße reinpassen. Das okay. heißt, du musst jede Kapsel hier reintun und gucken, ob die hier reinpasst. Ja. Und dann ist alles in Ordnung. Jede einzelne? Jede einzelne. 125 okay. Stück. Als ob. Kein Scheiß. Da steht man dann ein Stück. Aber es muss gemacht werden. Okay, Lara, und bevor ich mir jetzt hier die 2, 3 Kapseln reinpfeife, mache ich natürlich nicht. Meine Frage an dich und damit die abschließende. Was verdienst du in deinem Beruf? Also man verdient hier ca. 3.500 Euro ja? mit allen Zuschlägen im Monat brutto. Stabil. Also als Einstiegsgehalt. Stabil. Ja. Aufsteigen kann man ja immer noch. Aber wirklich gut. Ja. Guter Lohn. So kannst du dir auch einen Gang zur Apotheke sparen. Tschüss.